Moin aus Hamburg zum 12. Teil unter der Rubrik My First Trade. Herzlich willkommen und heute geht's um die Heikin Ashi Kerzen. Das sind geglättete Kerzen, die wir benötigen für unsere Trading-Strategie. Wir haben ja letzte Woche über die Balkencharts gesprochen, die Woche davor haben wir über die Candlestick-Muster gesprochen und jetzt gehen wir in die Heikin Ashi Kerzen rein. Das sind geglättete Kerzen und hierbei geht's, meine Damen und Herren, hier in der Folie seht ihr es schon, wir brauchen eine gut ausgeprägte Kerze mit einem Docht in Trendrichtung, einmal blau für steigenden Kurs, einmal rot für fallenden Kurs. Und das wird jetzt sehr, sehr detailliert, weil für unsere Strategie, für den ersten Trade, den wir gemeinsam machen, brauchen wir einen Plan. Und da gibt es keine Grauzone. Entweder ist es ein Setup, ja, oder ein Setup, nein. Wir werden uns mal die zweite Kerzenmöglichkeit anschauen. Die würde dann so aussehen. Dort haben wir also ein Docht unten und eine Lunte oben, wie auch immer. So eine Kerze würden wir für unsere Strategie nicht nutzen. Ich gehe nochmal zurück. Das ist eine gut ausgeprägte Kerze für ein Long, also für einen Kauf. Und auf der rechten Seite eine rote Kerze für ein Short Trade. Das keine gut ausgeprägte Kerze. Die nächste Variation, die hatten wir ja vor zwei Wochen besprochen, wenn es vielleicht zu einer Umkehr kommt. Diese beiden Kerzen, die so aussehen, würden wir auch nicht nehmen. Das heißt, wenn wir ein Signal bekommen und die Kerzen würden so aussehen, würden wir sie nicht für unseren ersten Trade nutzen. In der Zusammenfassung heißt es, meine Damen und Herren, diese vier Kerzen sind gut ausgeprägte Heikin-Ashi-Kerzen, die würden wir nutzen. Die nächste Rubrik würden wir auf fallenden Kurs nicht nutzen, weil, wir sehen es hier, dort sind Kerzen mit dort oben, unten etc. Das ist der erste Schritt für unseren ersten gemeinsamen Trade und ich kann Ihnen so viel versprechen, es wird ein Swing-Trade sein. Das heißt, meine Damen und Herren, wenn Sie diesen Kanal abonniert haben, wenn Sie diesen Kanal verfolgen, es wird langsam Zeit, dass Sie sich bei uns melden und ein Demo runterladen, denn in der nächsten Woche gehen wir detaillierter rein und fangen an mit zwei gleitenden Durchschnitten. Das heißt, das Thema wird nächste Woche gleitende Durchschnitte sein. Bis dahin, bleibt gesund, gute Trades und viel Spaß beim Üben.